ist hier? Ich will jetzt schauen. Ich habe keine zufällig eine Schriftrolle, oder? Oh. Ich bemerke doch sonst nie, dass ich Schriftrollen kriege. Na, vielleicht hätte ich jetzt Erfahrungspunkte viele bei dem Typen gekriegt. Und kämpfe? Nö. Statusschwächen gerne, aber keine, die das mal so verursachen, dass es unmöglich ist, für einen Anfänger das zu schaffen. Triff du rotes Strichmännchen, was aus riesigen, fetten Pixeln besteht. Selbst Out of the World hat eine bessere Grafik. Ich muss das so ihm mal zeigen, dann sieht er einen richtigen Pixelbrei. Hey, ich kann auf der Wiese gar nicht laufen, fällt mir gerade auf. Ah, aber davor zum Meister. Vielleicht hat er ja doch was. Man weiß ja nie. Bitte 80 Erfahrungspunkte. Bitte, bitte, bitte 80 Erfahrungspunkte. 14. Also außer ein beschissenes Amulett, was mir im Moment gar nichts bringt, weil kein Gegner mich erblinden lassen kann. Und ich es nicht schaffe, mehr als einen Gegner im Dungeon zu besiegen. Aus dem einfachen Grund, weil... Ich vergesse noch mal, was ich sagen wollte. Weil ich jedes Mal eine Statusschwäche kriege, die den Gegner unbesiegbar macht. Schon besser. Wo ist eigentlich der Weg zum zur nächsten Dungeon-Ebene? Der muss ja auch irgendwo existieren. Die linke Seite habe ich noch nicht allzu sehr durchsucht, daher. Hallo Slime! Ciao Slime! Irgendwie sieht das Strichmännchen schon lustig aus. Mit den weit zur Seite gespreizten Beinen. Okay, dort geht's zum nächsten Dungeon. So viel kann ich schon mal identifizieren. Ich werde es aber allerdings nicht versuchen. Noch bin ich nicht Suizid. Mama, ich versuche gerade mal was. Wer weiß, vielleicht gibt es noch mehr solcher Geheimnisse. Nicht in dieser Welt. Da. Was glaubt ihr? Ob man das Spiel hätte auf dem NES so rausbringen können? Kann ich mir ganz lustig vorstellen. Toll. Eigentlich will ich ja nicht unbedingt bei Let's Plays essen, aber irgendwann hat man dann doch Lust. Bei Phoenix Wright habe ich wenigstens die ganze Zeit was zu labern. Auch wenn es nur abgelesener Text ist, ich hab was zum Labern. Hier, ich meine, was soll ich sagen? Da ist ein roter Punkt. Da ist ein anderer roter Punkt. Die treffen sich und dann ist eine komisch gepixelte Ratte. Sind Ratten nicht normalerweise braun? Ja, eine große Ratte. Und ein
in Blut getränkter Ritter, bei dem man zu faul ist, ihm sogar eine eigene Gesichtsfarbe zu verpassen. Ich meine. Jetzt weiß ich, warum ich den Penner nicht treffe. Die kriegen eine Statusverstärkung, die dafür sorgt, dass man sie nicht treffen kann. Halleluja. Ehrlich gesagt, Leute, eigentlich dachte ich ja, dass mich die Musik des Spiels nach spätestens 20 Minuten aufregen würde, aber bisher tut's das noch nicht. Nicht umsonst sage ich noch. Ich traue dem Ganzen nämlich überhaupt nicht. Supi, noch ein bisschen Gold, dass wir gleich wieder zum Schlafen verpfeffern. Oh Gott. Das sieht mir noch schlimmer aus als alte Macht. Eigentlich hätte ich ja fast was Besseres zu tun, zum Beispiel Phoenix rendern, aber... aus mir einem schleierhaften Grund dauert das Rendern vom zweiten Teil ewig lange. Vielleicht steige ich auch wieder auf 10-Minuten-Folgen um. Also bei dem Spiel... ich glaube, da mache ich 15-Minuten-Folgen. Einfach für einen gewissen Vergleich. Oh, bei 15-Minuten-Folgen müsste ich jetzt aber... ah, Monsterfalle! Das Drecksvieh eigentlich. Ich hau und hau und hau und treff nicht. Das sind allerdings auch nur 25%, wenn ich mir gerade so recht überlege. Ich schau mal, wie viel Kohle ich für das Teil kriege. Dann wäge ich ab. Kriege ich genug Kohle? Weg damit. Kriege ich nicht genug Kohle? Behalte ich's und töte nochmal stundenlang weitere Monster da. Ich kann es nicht mal verkaufen. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Naja, dann muss ich es halt ausrüsten. Und weiterhin Gegner töten. Ich bin jetzt allerdings mal ehrlich, die Grafik passt einfach irgendwie komplett zusammen. Es ist nur ein Haufen Pixel. Um genau zu sein, ist ein Pixel genau ein Feld beim RPG Maker. Aber irgendwie sieht die Grafik doch so aus, dass sie irgendwie ein bisschen lustig ist. Und vor allem ist dann noch so passende Musik immer. Ich meine, sie ist alle... es sind alles natürlich MIDIs, aber sie sind alle vom... Sound her so ziemlich passend zu dem Ganzen eigentlich. Also das ist eigentlich ziemlich gut gelungen bisher. Auch obwohl das der krasseste Pixelbrei ist aller Zeiten. Moment mal, das ist Mion in grün. Es hat die Farbe von Mions Kleid angenommen. Ich schätze mal, man hat ein bisschen Humor am Anfang gesehen. Mein Bildschirmhintergrund. Egal, was das bewirkte. Ich riskiere es sogar. Ich würde ja am liebsten speichern, aber nein. Ich bin so blöd und riskiere es. Sturm, ja! Jetzt verprügele ich das Vieh. Ich muss nur ein oder zweimal treffen, das reicht. Bam, 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 tot! Ja, ja, ja. Ich habe vergessen, dass es Fallen gibt. Wenn jetzt eine zufällige Gegnerfalle kommen würde, wäre ich am Arsch.
Alle anderen Fallen würde ich überlegen, leben, aber eine Gegnerfalle nicht. Bitte keine Gegnerfalle, bitte keine Gegnerfalle. Yeah. Das geht ab, Mann. Ich habe 52 GP. Damit könnte ich mir theoretisch eine Waffe kaufen, aber dann könnte ich mich nicht mehr heilen und dann wäre ich Game Over. Do you know what this means? Erstmal Erfahrungspoints. Vielleicht werden Erfahrungspunkte auch anders gezählt, nicht über Gegner. Auf jeden Fall habe ich schon fast neues Level. Und wenn ich jetzt noch zwei Gegner an einem Stück kriege, habe ich auch eine neue Waffe. Ich bekomme immer mehr Lust auf die Chips. Ah, komm schon, Hammer. Du hast noch 18 Minuten. Dann hast du ungefähr eine Stunde zusammen, dann kannst du 4 15er Folgen draus machen. Ungefähr. Und dann sehen wir weiter. Ratte! Wollen sie mich stumm schalten, meinetwegen? Gut, stumm wäre für den Bosskampf jetzt scheiße. So, jetzt noch ein Gegner, noch ein Gegner, noch ein Gegner, noch ein Gegner. Komm, Kleiner, gib mir eine Waffe, Baby! Wieder stumm. Nice. Waffe und gleichzeitig Level. Oh, das ist ein gutes Ende. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Ich hoffe einfach mal, dass Waffen eigentlich auch was bringen. Allerdings bringen die Gegner einfach so arsch wenig Kohle. Und zwar wirklich arsch wenig Kohle. Aber ich habe 46, reicht. Also erstmal. Hey, alter Magier, ich will mein Level. Warum zum Teufel gehst du zu einem Magier, wenn du Erfahrungspunkte willst? Ich dachte, du willst Zauberer. Scheiß auf die Zauber, ich will lieber Erfahrungspunkte. Halt, 5 MP, 20 HP. 20! Das ist doppelt so viel wie am Anfang. Nice. Was davon war der Waffenladen? Okay. Halt. Okay. Äxte sind für Zweihandwaffen. Okay. Und 22 Attacke. Mal sehen, ob ich am Ende auf Zweihand gehe oder nicht. Aber jetzt erstmal das. Ja, mit dem Schwert ausrüsten. Angriff 6. Jetzt sollte ich die Gegner einfach nur noch fertig machen. Hoffentlich. Und vor allem sollte ich die Gegner dann auch treffen. Wisst ihr, was mir bei dem Spiel besonders aufgefallen ist? Als ich mir den Ordner angeguckt habe, ich ganz unten war und dort stand 591 Karten. Interessanterweise haben, glaube ich, zwischen der 570... Unter der 570 ist eine riesen... Was ganz leeres zwischen 570 und 300 irgendwas. Und da, zwischen 300 und den Nullerzahlen ist auch nochmal was riesiges. Ah ja. Mich würde mal interessieren, wie zum Teufel hat er das da komisch programmiert? Und... Puh, geil.
Und zweitens, ich gehe mal davon aus, das Spiel sollte wahrscheinlich länger werden, weil Stadtportal. Und nach so vielen Karten, die dort sind, glaube ich gar nicht mal, dass das Spiel so lang ist. Allerdings kommt es auch drauf an, wofür braucht man alten. Wofür sind die Karten überhaupt alles? Braucht man für jeden Laden eine Karte oder gibt es für die gar keine Karten? Dann könnte es doch schon ein bisschen länger sein. Oh, ich muss gleich mal was ausprobieren. Ist das wirklich Dungeon Gang? Level 2. Ja. Und jetzt will ich ausprobieren, ob die Gegner wieder da sind. Wenn ja, schlecht. Also der Gegner ist noch da. Ja, die Gegner tauchen wieder auf. Das heißt, jetzt geht's an gutes, schnelles Level.